Chemisch GmbH in Fehrbellin. Wir haben zurzeit zwei Sensoren zu laufen. Einen auf dem Düngerstreuer mit einem Fendt 39 und einem Rauchstreuer. Dazu auf einer Dammann Selbstfahrer 36 Meter. Der ist zurzeit im Maisherbizid. Und wir machen damit die Wachstumsregler und Fungizidmaßnahmen im Getreide und mit dem Düngerstreuer die N1 mit Streukarte und danach N2 und N3, je nachdem nach Ziehwert oder nach Sensor. Und sind bisher mit dem System zufrieden, haben bisher wenig Probleme. Die Probleme, die wir hatten, wurden alle behoben. Ja, also mit dem Streuer, den fahre ich jetzt seit 5 Jahren, da weiß ich schon, wenn ihm was wehtut. Und wie gesagt, euer System jetzt das 3. Jahr. So langsam hat man da auch die Kniffe raus. Aber wie gesagt, da geht die Reise nur mal hin. Das werden irgendwann alle machen müssen. So. Das ist so. Ja, das kommt so. Wir müssen mal bei der Holländer gucken. Das ist immer unser Vorbild. Und wie gesagt, und hier unser Chef, wie gesagt, der wird 70 Jahre, aber der hat gesagt, wir machen da jetzt schon mit. Und das ist so ja nicht schlecht. Jedes Jahr war ein anderes. Aber ich muss sagen, toll, 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 so wie letztes Jahr. Hatten wir auch weniger Ärger mit Lager als bei dir. Außer 2 Schläge, da ist ein Gewitterschorn mit 60 Liter drin, ja, da bleibt nichts mehr stehen. Und ansonsten hat es funktioniert. Und wir haben auf beiden Maschinen die aufgelöste Variante zu laufen. Einfach aufgrund der geringeren Belastung fürs Gerät und für die Sicherheit, damit das Gerät auch ganz bleibt.